Wir steigen ein in unsere Zusammenfassung dieser heutigen Bundesratssitzung mit dem Thema Lockerung des Kooperationsverbots im Hochschulbereich von Bund und Ländern. Alles Weitere hören Sie jetzt in den folgenden Redebeiträgen. Und es beginnt der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil. Natürlich wird Niedersachsen der vorliegenden Änderung des Grundgesetzes zustimmen. Wir beschließen heute die längst überfällige Korrektur eines Fehlers, der meines Erachtens nicht ernsthaft bestritten werden kann. Die Föderalismusreform des Jahres 2006 brachte das Ende der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau von Bund und Ländern. Sie war gleichzeitig die Geburtsstunde des Kooperationsverbotes, das Bundeszuwendungen nur noch in Bereichen zulässt, in denen der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat. 8 Jahre später wissen wir es besser. Die Entwicklung von Forschung und Lehre an unseren Hochschulen liegt gleichermaßen im Interesse der Länder und des Bundes. Es gibt ein gesamtstaatliches, ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran, dass Deutschland qualifizierten Nachwuchs hat und einen höchsten Maßstäben gerecht werdende Wissenschaft. Das geht nur, wenn sich alle betroffenen politischen Ebenen dafür anstrengen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe. Befristete Hilfen fördern möglicherweise einen uferlosen Projektantismus, aber keine verlässlichen Strukturen. Kurz und gut, in Bezug auf die Wissenschaftsförderung stimmt Niedersachsen der Grundgesetzänderung aus Überzeugung und mit Freude zu. Aber das kann noch nicht alles gewesen sein. Wenn wir uns einig sind über die gesamtstaatliche Aufgabenstellung bei Forschung und Lehre, ist das nur ein erster Schritt. Welche der soeben geäußerten Gedanken hat nicht ebenso viel Berechtigung für alle anderen Bereiche von Bildung und Qualifizierung? Ist nicht eine möglichst gute frühkindliche Förderung die zwingend notwendige Grundlage dafür, dass alle jungen Menschen in unserem Land alle ihre Talente voll entfalten können? Ist nicht die gebundene Ganztagsschule für immer mehr Kinder aus bildungsferneren Familien in unserem Land dringend notwendig, damit sie eine bestmögliche Förderung erhalten? Und wollen wir wirklich weiter zuschauen, dass Menschen mit und ohne Behinderungen äußerst ungleiche Chancen in unserem Land haben, weil die Inklusion nur in Trippelschritten vorankommt? In den Ländern geben wir uns in dieser Hinsicht die allergrößte Mühe. Wir sind dankbar dafür, dass künftig der Bund die Aufgabe des BAföG übernimmt und wir dafür Mittel frei bekommen, die wir einsetzen können für Bildung und Qualifizierung in den Ländern. Es bleibt dennoch dabei, Länder und Kommunen tragen mehr als 90% der mit Bildung verbundenen Kosten. Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse geht nun aber einmal vielerorts nicht mehr, so sehr sich die Verantwortlichen auch anstrengen. Konsequent und klug wäre es, das Kooperationsverbot insgesamt zu streichen. Ich sage das auch und gerade als ein überzeugter Föderalist. Niemand von uns wünscht sich ein Bundesschulamt oder ein Bundesjugendamt. Aber gegen Vereinbarungen zwischen dem Bund und allen Ländern kann es eigentlich doch wohl keine prinzipiellen Bedenken geben. Denn genau das ist auch der Vorschlag, dem wir gleich alle zustimmen werden. Kurzum, Niedersachsen stimmt gerne der Grundgesetzänderung zu. Die Freude wird, das sage ich offen, noch größer sein, wenn wir hoffentlich und möglichst bald gemeinsam das Kooperationsverbot insgesamt aus dem Grundgesetz streichen. Das können wir uns ja vornehmen für das neue Jahr. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Mit der heutigen Grundgesetzänderung verbessern wir die Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Wissenschaft von Bund und Ländern. Und das ist gut so. Das ist ein wichtiger Schritt, aber erst ein Teil des Weges. Denn gute Bildung beginnt nicht erst an der Hochschule. Gute Bildung beginnt mit der frühkindlichen Erziehung und reicht über die schulische bis zur hochschulischen Bildung und zur Weiterbildung.
Und auch wenn wir heute das Kooperationsverbot für den schulischen Bildungsbereich nicht aufheben, NRW hat von Anfang an dafür plädiert, hier weiterzugehen, bedarf es auch unterhalb einer Grundgesetzänderung, für die wir gerne weiter streiten sollten, einer differenzierten Kooperationskultur zwischen Bund und Ländern. Der Bund muss seiner Verantwortung in diesem Bereich mit Unterstützung von Ländern und Kommunen nachkommen, und zwar nicht nur durch temporäre Anschubfinanzierungen, wie zum Beispiel bei der Schulsozialarbeit an Schulen. Wir in Nordrhein-Westfalen haben jetzt bei dieser Frage, wo der Bund ja aufgehört hat, weiter zu finanzieren, eine Regelung mit unseren Kommunen gefunden, um die Menschen nicht im Regen stehen zu lassen und um die Sozialarbeit, die für Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ja angelegt worden ist, fortsetzen zu können, weil sie für die Schulen ganz, ganz wichtig ist. Aber wir sind uns mit unseren Kommunen einig, dass wir auch da weiter dafür streiten, dass der Bund hier aus sozialpolitischen Gründen seiner Verantwortung nachkommt. Und ich habe mit Interesse im neuen sächsischen Koalitionsvertrag gelesen, dass auch die dortige Regierung sich dafür ausspricht, die Schulsozialarbeit im Sozialgesetzbuch zu verankern. Das finde ich sehr schön, dass es hier auch aus anderen Ländern diese Zielperspektive gibt. Auch darauf sollten wir im nächsten Jahr gerne zurückkommen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Weiterentwicklung des Bildungssystems im Sinne der Inklusion, und zwar in einem weiten Inklusionsverständnis, bleibt eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Und sie ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Und der neuere Bundesfinanzbericht, der vorliegt, der Bildungsbericht, was die Finanzen angeht, weist noch mal ausdrücklich darauf hin, dass der Anteil der Länder, was sie in Bildung investieren, viel, viel stärker gestiegen ist als der Anteil des Bundes, trotz der Steigerungen, die es auch da gibt, die ja auch richtig sind, und dass es bei den Kommunen eher zurückgibt. Also es ist ganz aktenkundig, dass die Länder hier maßgeblich und sehr stark ihrer Verantwortung nachkommen. Und gerade im Bereich der Inklusion wird mehr als einmal deutlich, dass Bildungspolitik heute mehr ist. Sie umfasst Sozial-, Wirtschafts-, Integrations- und Gesellschaftspolitik. Johannes Rau hat immer wieder gesagt, und der Begriff fasst es eigentlich, Bildung ist der beste Schutz vor Armut. Meine Damen und Herren, schon heute ist ja im Sozialgesetzbuch geregelt, dass Kinder mit Handicap Anspruch auf bestimmte Assistenzen haben, Integrationshelfer. Das steht schon heute im Sozialgesetzbuch des Bundes. Und zwar unabhängig davon, ob die Kinder in eine Förderschule gehen oder ob sie in eine allgemeine Schule gehen. Und wenn doch der Grundsatz, den wir zumindest als Länder mit unseren Kommunen vielfach haben, dass wer die Musik bestellt, auch bezahlt, was wir als Länder gegenüber unseren Kommunen tun, dann ist hier, wenn der Bund eine Leistung bestellt, auch der Bund gefordert, sie zu bezahlen, meine Damen und Herren. Hierbei ist es wichtig, dass sich, wie im Bericht von Bund und Ländern Bildung in Deutschland 2014, den Frau Ministerin Wanka und ich in großer Einmütigkeit vorgestellt haben, dort ist ausgeführt, dass beim Zusammenwirken von Sozialsystem und Bildungssystem bei Maßnahmen der Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung die Unterschiedlichkeit der Zuständigkeiten und inhaltlichen Ansätze besonders bei der Bewilligung und Zuordnung von Ressourcen nicht belastend auswirkt. Hier ist also der Finger in eine Wunde gelegt, und auch mit der heutigen Entscheidung ist diese Wunde nicht geschlossen, sondern diese Wunde bleibt und dieses Thema bleibt auch auf der Tagesordnung. Genauso ist es notwendig, die gesetzlichen Regelungen zur Integrationshilfe so weiterzuentwickeln, dass eine sinnvolle Bündelung individueller Ansprüche rechtssicher ermöglicht wird. Gemeint ist hier das sogenannte Pooling. Und der Kreis der anspruchsberechtigten Personen muss so klar definiert werden, dass es keine Widersprüche zwischen dem Behinderungsbegriff des Schulrechts und des Sozialgesetzbuches gibt. Auf diese Punkte weisen wir in unserer Protokollerklärung hin, und ich werbe dafür, dass wir es mit Schiller halten, zusammenhalten und gemeinsam zu einer verbesserten Kooperation von Bund und Ländern in einem Bildungssystem beitragen. Es ist zukunftsgerichtet, es ist wichtig und es bleibt auch im nächsten Jahr, möglicherweise auch in Folgejahren, auf der Tagesordnung. Herzlichen Dank.
Das ist zum einen die Tatsache, dass wir dann endlich mal strategisch Bund und Länder über den Hochschulbereich befinden und diskutieren können, was wir im außeruniversitären Bereich können. Das ist zweitens die Tatsache, dass wir ja ganz viel Kooperation haben im Moment, so viel wie noch nie. Das war nur möglich durch die kluge Änderung des Grundgesetzes 2006, sonst hätten wir keinen Hochschulpakt zum Beispiel abschließen können. Aber enthielt den Nachteil, es geht nur temporär, auch wenn es manchmal 10 oder 15 Jahre sind, nur temporär und nicht institutionell. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass es anders gehen kann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir über die Fortsetzung der Exzellenzinitiative, über die Ausgestaltung reden, dann kann man jetzt ganz anders darüber nachdenken, nicht wieder neuer Wettbewerb, kurze Zeit, sondern überlegen, wo geht der Bund langfristig hinein. Und wir haben dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen für die Hochschulen jetzt wie für die Außeruniversitären. Das heißt, die können auf Augenhöhe miteinander verhandeln. Und wenn der Bund oder wenn wir so etwas gemacht haben, die Gesundheitszentren, dann waren immer die Universitäten dabei, aber zu denen konnte nicht das Geld gehen. Das hat sich jetzt geändert. Diese Augenhöhe ist sehr wichtig. Und Fusionen, die versucht wurden, zum Beispiel beim KIT oder beim BIC hier in Berlin, waren ja mit enormen Schwierigkeiten und vielen Klimmzügen verbunden und dann auch einer strikten Trennung in vielen Punkten. Das ist jetzt sehr viel einfacher und direkter möglich. Die Gesetzesformulierung, dass es um Dinge geht von überregionaler Bedeutung, finde ich gut, finde ich klug, weil wir dadurch Gestaltungsspielräume haben. Dadurch können wir sehr flexibel reagieren. Bund und Länder können langfristig Maßnahmen entwickeln und dann auch umsetzen. Und auch der Hochschulbau ist damit nach dem Ende der Entflechtungsmittel nach 2019 wieder möglich, wenn man es denn so will. Aber die grundsätzliche Zuständigkeit der Länder für die Hochschulen, die bleibt unangetastet. Die bleibt. Und dass wir dort die Einstimmigkeit haben bei den Dingen, die die Hochschulen in Gänze oder in besonderem Maße im Schwerpunkt betreffen, das ist richtig. Das ist wie bei den Ministerpräsidenten. Das ist ganz klar aufgrund der Zuständigkeiten. Und das ist auch etwas, was ich sehr schätze, dass man dadurch Transparenz hat. Und das, finde ich, hilft schon immer sehr weiter, wenn man nicht in Hintertüren, Hinterkammern verhandelt, sondern wenn man transparente Dinge auf den Tisch legt. Sie entscheiden heute auch über die 25. BAföG-Änderungsgesetz-Novelle. Und das heißt, dass in 12 Tagen ab dem 1. Januar in die Länder von Seiten des Bundes rund 1,2 Milliarden Gelder kommen, zur Verfügung stehen, mit der Tatsache, dass sie nicht nur im nächsten Jahr zur Verfügung stehen, sondern eben auch in 2016, 17, 25, dass wir dort etwas haben, was wir nie hatten in den letzten Jahren oder überhaupt nie, dass dauerhaft Geld für Dauerstellen zur Verfügung gestellt wird. Und es ist jetzt an den Ländern zu entscheiden, wie genau sie dieses tun. Wir haben im Begründungstext formuliert, insbesondere Hochschulen sollten betroffen sein. Ich denke, mit diesen zwei großen Vorhaben, Grundgesetzänderung und dieser BAföG-Novelle, haben wir hier eine strukturelle und auch eine finanzielle Reform, die unser Wissenschafts- und Forschungssystem braucht und die über diese Legislaturperiode hinaus Wirkung zeigen kann. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie zustimmen. Danke. Ausschnitte aus der Aussprache zur Lockerung des Kooperationsverbots im Hochschulbereich zwischen Bund und Ländern. Dazu ist eine Änderung des Grundgesetzes nötig und der hat der Bundesrat im Anschluss an die Aussprache einstimmig zugestimmt. Ein anderes Gesetz, das der Bundestag bereits verabschiedet hat, stand heute hier auf der Tagesordnung und das ist das Gesetz zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Da hat es ja im Vorfeld viele Diskussionen und Widerspruch gegeben, was den Gültigkeitsbereich dieses Gesetzes angeht. Bundesfamilienministerin Schwesig hat hier vor der Länderkammer noch einmal für dieses Gesetz geworben. Es gibt keine Familie mehr in Deutschland, die nicht davon betroffen ist, die nicht eine Situation hat, dass sie im Bekanntenkreis oder im familiären Kreis einen pflegebedürftigen Angehörigen hat. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir diese Vereinbarkeit unterstützen? Und es sind 3 Punkte, mit denen wir zukünftig die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege in unserem Land verbessern werden für Familien in unserem Land. Erstens, und das ist das Kernstück dieses Gesetzes, die 10-tägige Auszeit unter Pflegeunterstützungsgeld. Es geht darum, dass im akuten Fall, und der tritt öfter auf bei Pflegebedarf als vielleicht bei einer Schwangerschaft, auf die man sich doch ein bisschen vorbereiten kann, zumindest auf das Kind, was am Ende der Schwangerschaft steht. Im Pflegefall ist es oft so, der Vater hat einen Schlaganfall, kommt ins Krankenhaus und wird entlassen als ein Pflegefall, als jemand, der mehr Unterstützung braucht.
Das führt zur akuten Situation in der Familie, dass man sich fragt, wie soll das gehen, welche Angebote gibt es? Und das Gute ist, dass wir ja gemeinsam mit der Pflegereform die Angebote ausbauen, auch für Familien, zum Beispiel mit dem zusätzlichen Angebot an Tagespflege. Darum müssen aber die Menschen wissen, die Familien wissen. Und deshalb dient die 10-tägige Auszeit dafür, sich zu organisieren, nicht um den pflegenden Angehörigen gesund pflegen zu können, das wäre zu kurz, aber um nicht hinzuschmeißen und zu sagen, jetzt muss ich aus dem Job raus, sondern sich unterstützende Angebote ambulanter Pflegedienst, Tagespflege zu suchen und auch sich zu informieren, welche finanzielle Unterstützung es gibt. Das ist wichtig für die Familien, denn die meisten zu Pflegenden wollen so lange wie möglich in der Familie, in den eigenen vier Wänden bleiben. Das ist wichtig für die pflegenden Angehörigen, denn die wenigsten wollen deshalb ihren Job aufgeben. Und sie wissen auch, was das für Folgen hat, wenn dafür Frauen und Männer, und das sind ja vor allem die Frauen, dann den Job aufgeben. Kleines Einkommen, schlechte Rente und Fachkräfte, die fehlen. Das können wir auch nicht wollen. Und deshalb ist auch dieses Gesetz gut für die Wirtschaft, denn es hilft auch, die Balance zu halten zwischen Aufgaben in der Familie, aber gleichzeitig Präsenz im Job. Die 10-tägige Auszeit wird zukünftig auf die Ebene gehoben, wie die Situation mit kranken Kindern. Wir alle in Deutschland haben uns daran gewöhnt, und das ist gut, dass wenn ein Kind krank wird, es möglich ist, bis zu 10 Tagen zu Hause bleiben zu können für das Kind, für die Sorge um das Kind, und dass es in dieser Zeit Lohnersatz gibt. Das ist im Fall der Pflege bisher nicht so. Zukünftig gibt es diese Möglichkeit für jeden zu pflegenden Angehörigen. Und dieser Angehörigenbegriff ist sehr, sehr groß und breit und nimmt auch ein modernes Familienbild auf. Nicht nur Eltern und Großeltern, sondern auch Partner, ob in heterosexuellen oder homosexuellen Beziehungen und Partnerschaften. Und deshalb heben wir damit mit diesem Gesetz erstmalig die Aufgabe, Angehörige zu pflegen, auf die Ebene, Familien mit kranken Kindern zu unterstützen. Und das ist neben der konkreten finanziellen Unterstützung auch ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal. Wir lassen Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen nicht im Stich. Wir gehen da rein mit ganz konkreter Unterstützung, auch materieller. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass es sich jede und jeder leisten kann. Das bietet dieses neue Gesetz. Dieser Anspruch gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der zweite Punkt, die längere Auszeit bis zu 6 Monaten voll oder bis zu 24 Monaten verkürzt arbeiten zu können, ist ein weiteres Angebot. In dieser Zeit wird es zukünftig möglich sein, ein zinsloses Darlehen zu bekommen. Das ist gut für die Familien und das ist eine Entlastung für die Wirtschaft. Denn in der Vergangenheit hat man erwartet, dass die Arbeitgeber den Lohnvorschuss geben für diese Zeit. Das hat kaum ein Arbeitgeber getan, weil das Risiko zu groß ist. Dieses Risiko übernehmen wir jetzt, aus gutem Grund, denn wir wollen die Familien unterstützen. Und ich verstehe den Punkt, dass gesagt wird, auch das muss für alle gelten. Die 24 Monate Familienpflegezeit mit zinslosen Darlehen kann für alle gelten. Nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Betrieben arbeiten bis 25 Mitarbeiter, gilt, dass sie das mit dem Arbeitgeber vereinbaren müssen. Wenn sie das mit dem Arbeitgeber vereinbaren, haben sie auch den gleichen Anspruch. Sie können aber nicht gegen den Arbeitgeber einen Rechtsanspruch durchsetzen. Das gilt nur für Betriebe ab 25. Und ich möchte das auch erklären. Es ist schon auch für kleine Betriebe, insbesondere wenn sie mehrere Betriebsstätten haben, zum Beispiel eine Bäckerei mit bis zu 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine Herausforderung, wenn einerseits Fehlzeiten durch Erziehungszeiten, die wir flexibilisiert haben zugunsten der Familien, und andererseits fehlende Fachkräfte durch Familienpflegezeit zu ersetzen sind. Das ist auch nicht leicht. Und deswegen haben wir versucht, diese Balance zu halten zwischen viel Unterstützung und Freiräumen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch den Einschränkungen, den kleineren Möglichkeiten, die kleinere Betriebe haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein guter Ansatz ist. Und mit dem Beirat zu diesem neuen Gesetz
in dem Fachverbände, aber auch die Sozialpartner vertreten sind, werden wir uns genau die Wirkung anschauen und den Wunsch aus dem Bundesrat, uns gerade noch mal diese Ausnahmeregelung genauer anzuschauen, gerne aufgreifen. Wichtig ist, dass wir heute diesen wichtigen Schritt machen, als Signal für die Familien, die pflegebedürftige Angehörige haben, dass sie bessere Unterstützung bekommen und dass wir ihre Sorgen und Herausforderungen im Alltag ernst nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf, weil es die Abschlusssitzung in diesem Jahr ist, mich ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit den Ländern. Wir haben in einem Jahr sehr viele Gesetze auf den Weg gebracht zu einer neuen Familienzeit für Familien, zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Zeit für den Job, aber auch Zeit für die Kinder. Es war ein konstruktives Miteinander. Deshalb möchte ich mich bedanken, wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest. Kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allem Zeit für Familie. Bundesfamilienministerin Schwesig zur Familienpflegezeit. Thüringen fordert übrigens in einem Entschließungsantrag, dass es einen Rechtsanspruch geben soll, auch bei Betrieben mit weniger als 25 Beschäftigten. Unser nächstes Thema, die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Dass da einiges noch im Argen liegt, dass es da auch Grauzonen gibt, ist auch gestern wieder deutlich geworden, wenn auch in einem ganz speziellen Zusammenhang. Das war der Auftritt des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati. Sie wissen, dass er sich im Februar des Vorwurfs erwehren muss, er habe kinderpornografisches Material besessen. Der Prozess im Februar dann im Landgericht Verden an der Aller. Edati selbst sagt ja, das, was er erworben und gekauft habe, sei seiner Meinung nach legales Material gewesen. Also da bedarf es noch der einen oder anderen klareren Bestimmung. Unabhängig von diesem ganz konkreten Fall Edati hat der Bundestag schon vor einigen Wochen ein schärferes Sexualstrafrecht verabschiedet, das vor allem härtere Strafen vorsieht für die Herstellung und Weiterverbreitung von kinderpornografischem Material. Ausführungen unter anderem dazu von Bayerns Justizminister Winfried Bausback. Anknüpfend an den bayerischen Gesetzesvorschlag, Gesetzesentwurf, macht sich die neue Bestimmung nun zum Ziel, einen Marktplatz zum Handel und Austausch von Nacktaufnahmen Minderjähriger zu verhindern. Angebots- wie Nachfrageseite werden strafrechtlich klar erfasst und für sozial adäquate Handlungsformen ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen. Der Bestimmung liegt nun ein klares rechtsstaatliches Konzept zugrunde, das im Übrigen bayerische Handschrift trägt. Verbesserungen haben sich in den Beratungen des Bundestages auch noch im Bereich der Kinderpornografie ergeben. Hier wurde der bayerische Vorschlag aufgegriffen, die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbegleiteten Genitalien eines Kindes in den Begriff der kinderpornografischen Schriften aufzunehmen. Damit wird nicht nur europarechtlichen Vorgaben Genüge getan, sondern vor allem werden auch aufgetretene Schutzlücken geschlossen. Die Erweiterung ist ein unmissverständliches Signal für einen besseren Schutz von Kindern vor Missbrauch. Unter dem Strich, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir mit dem erreichten Ergebnis, dass gerade im Bereich des Sexualstrafrechts natürlich immer nur eine Momentaufnahme sein kann, durchaus zufrieden sein. Die Reform ist ein richtiger und wichtiger Schritt zu einem modernisierten Sexualstrafrecht, das europäische Vorgaben aufgreift und zugleich ein hohes Schutzniveau zugunsten der Opfer sexueller Übergriffe sichert. Insgesamt verdient sie unsere aller Unterstützung. Soweit also unsere heutige Zusammenfassung der Sitzung des Bundesrates. Einen haben wir noch für Sie, einen Gast, und der steht schon bei mir, und das ist der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Herr Weil, es ist viel passiert in diesem Jahr, hat sich viel ereignet. Unter anderem ist aber in diesen Tagen auch ein Jahr Große Koalition. Was hat diese Große Koalition verändert für die Länder, für Niedersachsen, aber auch für Sie? Nun, die Ergebnisse, die können sich sehen lassen. Wir haben einen Mindestlohn, der zum 1. Januar in Kraft treten wird. Wir haben die Rente nach 45 Arbeitsjahren. Wir haben eine Reform der erneuerbaren Energien zu den Sommerferien pünktlich beschlossen. Ist schon ein sehr ansehnliches Ergebnis, das die Große Koalition nach einem Jahr vorzuweisen hat. Und wenn ich das recht sehe, dann ist die Zufriedenheit mit der Regierung in der Bevölkerung schon auf einem sehr guten Niveau. Und dafür gibt es auch Gründe. Ist es ein anderes Arbeiten hier im Bundesrat mit einer solchen großen Koalition im Bund?
Ach, der Bundesrat, der setzt sich ja sehr bunt zusammen. Wir haben ja insbesondere auch viele Landesregierungen mit grüner Beteiligung, aber auch mit Beteiligung der Linken. Das heißt, Oppositionsparteien aus dem Bundestag sind auf der Länderebene in der Regierungsverantwortung. Das war vor den Bundestagswahlen so und das ist jetzt so. Deswegen glaube ich, dass sich in der Substanz nichts geändert hat. Der Bundesrat versteht sich unverändert nicht als eine Bühne der parteipolitischen Auseinandersetzung auf Bundesebene, sondern als eine Kammer, die Länderinteressen vertritt. Sie haben die Vielzahl von Koalitionskonstellationen angesprochen. Was heißt denn das, wenn da so viele verschiedene ihre Interessen versuchen durchzusetzen? Was heißt denn das für ein einzelnes Land? Was bedeutet das für Kompromisse, für Abstimmungsprozesse? Ja, es ist schon richtig. Man muss versuchen, das Gras wachsen zu hören, in vielen Netzwerken mitzudiskutieren, um sich und seine jeweiligen Interessen möglichst gut mit unterzubringen. Das gelingt aber interessanterweise auch sehr gut. Wir haben, glaube ich, in diesem Jahr noch kein einziges Mal den Vermittlungsausschuss anrufen müssen. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass unser politisches System in der Bundesrepublik schon sehr gut funktioniert. Sie haben zu Beginn dieses Gesprächs angesprochen, die Erfolge, die durch die Große Koalition aus Ihrer Sicht gekommen sind. Da sind SPD-Projekte natürlich gewesen. Wo denken Sie denn, ist der größte Erfolg, den die Länderkammer erreicht hat in diesem Jahr? Nun, ich sehe zum Beispiel den Beschluss, den wir vorhin gefasst haben, über die Änderung des Grundgesetzes als einen großen Erfolg an. Der Bund wird sich künftig wieder beteiligen an den dringend notwendigen Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung in den Ländern. Aber ich habe auch schon angesprochen, die Reform über die erneuerbaren Energien von kurz vor der Sommerpause beschlossen hier im Bundesrat. Da gab es am Anfang unglaublich viele Unkenrufe, das würden doch die Länder ganz am Ende blockieren. Das Gegenteil ist eingetreten. Es ist auf eine sehr vernünftige Art und Weise gelungen, dass die Länder ihre Interessen haben einbringen können. Und sie sind auch berücksichtigt worden, klugerweise. Das ist das, was Sie hier auf der politischen Ebene besprechen und erörtern können. Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit einem Phänomen, das sich in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich stark bemerkbar macht. Das ist diese Protestwelle gegen Flüchtlinge, gegen Asylbewerber, die sich Pegida nennt oder auch anderen Namen hat. Was ist Ihre Erklärung für dieses Phänomen? Nun, sicherlich sind es auf der einen Seite Ängste. Ängste über Zuwanderung, Ängste auch vor beispielsweise dem Islam. Wenn man dann aber dahinter schaut, dann stellt man wahrscheinlich auch eine Unzufriedenheit mit unserem politischen System insgesamt bei vielen der Demonstranten fest. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, das muss man auch ernst nehmen und daran arbeiten. Meines Erachtens ist der beste Weg, damit umzugehen, auf der einen Seite immer wieder einen sehr leistungsfähigen und auch handlungsfähigen Staat unter Beweis zu stellen. Zum Beispiel jetzt bei der Bewältigung großer Flüchtlingszahlen. Und der zweite Gesichtspunkt, den ich für unglaublich wichtig halte, ist, in vielen Orten des Landes, da haben wir Bürgergruppen, die Flüchtlingen dabei helfen, in ihrer neuen Heimat anzukommen. Und je mehr wir solches Engagement von Bürgern haben, desto enger wird der Raum für Rechte. Nochmal nachgefragt, wie sollte der konkrete Umgang der Politik mit diesem Problem, mit diesem Phänomen sein? Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweise. Also manche sagen, wir müssen viel mehr verstehen, wir müssen auf die Leute zugehen. Andere weisen explizit auf die hin, die da möglicherweise die Anführer sind, die das Ganze befeuern. Wie kriegt man da aus Ihrer Sicht den richtigen Umgang hin, um auf der einen Seite diesen Aspekt, den Sie auch angesprochen haben, die Unzufriedenheit mit dem Staat, das zu verstehen und möglicherweise zu verändern und dieser Welle, die sich da entwickelt? Ich glaube, es sind unterschiedliche Fragen. Da, wo klar Ausländerfeindlichkeit propagiert wird, da muss der Staat klare Kante zeigen. Da, wo es Ängste gibt und Besorgnisse, da muss der Staat auch Gesprächsangebote machen. Nicht alle Menschen, die auf diesen Demonstrationen mitlaufen, sind Nazis, weiß Gott nicht. Es gibt allerdings dort auch Rechtsextreme, auch das gehört dazu. Und vor allem glaube ich, dass ein Staat, der auf allen Ebenen zeigt, dass er handlungsfähig ist, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass er Herausforderungen nicht nur erkennt, sondern auch vernünftig löst. Ein solcher Staat ist am besten geeignet, auch wieder neues Vertrauen zu gewinnen.
Wird das die größte Herausforderung im nächsten Jahr sein oder was sehen Sie als das, was Sie am meisten beschäftigen wird? Das ist schwer zu sagen. Wenn wir uns vor einem Jahr um diese Zeit unterhalten hätten, ich bin nicht sicher, ob das Thema Flucht und Asyl diesen Raum gehabt hätte. Deswegen wissen wir miteinander nicht, was wird das Thema des nächsten Jahres sein. Ganz generell glaube ich, dass Deutschland viel mehr tun muss für Bildung und Qualifizierung. Wir stehen nun einmal mitten im demografischen Wandel. Unsere Gesellschaft verändert sich ganz grundsätzlich und wir müssen uns deutlich mehr anstrengen, um für die Zukunft wirklich gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist auch so ein Beispiel für das, was ich meine. Der Staat muss seine Hausaufgaben machen. Herr Weil, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen schon mal schöne Weihnachten. Bedanke mich, dass Sie noch mal bei uns gewesen sind hier.